In der letzten Episode. Hope nobody needs this anymore. Siehst du jemanden, der es hier braucht? Sagen sich Diebe übrigens auch. Der eine sagt dann, die sind ja gewöhnlich auch nicht alleine unterwegs. Dann sagt der eine, oh, ich hoffe, das braucht keiner. Der andere sagt dann, siehst du hier jemanden, der das braucht? Oh, das schöne Wasser. Was ist das für ein... Von außen lackiert oder was? Also kleidungstechnisch? Ich meine, zack. Ah, wunderschön. Ja, jetzt haben wir das mal. Also schöner Blur. Dann dieser verschwommene Ton. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark in der Folge Nummer 20. Ja. Warum sieht er so verschwommen? Weil es ihm offensichtlich wehtut. Wer kennt das nicht? Da hast du Schmerzen am Fuß und dann verschwimmt die Welt. In der letzten Folge waren wir im Funkturmhügel gewesen. Wir haben dort einen Feuerstahl gefunden. Das ist der Hammer. Lass mal gleich hier. Ja, naja, ich sag mal so. Den verwenden wir dann, wenn es notwendig ist. Bis dahin muss halt anderes ran. Wenn man mit Fackeln arbeitet, brauchst du den Feuerstahl nicht. Also zumindest sehe ich das so. Da kann ich auch irgendwie Papierstreichhölzer verwenden. Da brauche ich keine Fackel, keinen Feuerstahl dazu. Junge, deswegen werden wir auch gleich Wasser kochen. Das ist nämlich heute das Thema. Ja, das Angelset ist finito. Wir haben noch eine Knarre gefunden. Achso, die Dose, ja. Jede Menge Munition. 38 haben wir inzwischen davon. 15 haben wir davon. Hilfe. Wir haben weder ein Messer noch ein Beil gefunden, interessanterweise bisher. Warte mal, das tue ich erstmal rein. Ich werde jetzt auch keinen Tees kochen. Das muss eigentlich wieder runter. Stoff und Leder kommt hier hinein. So. Nee, das nicht. Keine Metallkleidung. Sehe ich bei Mad Max. Achso, nee, falsch. Müssen wir nochmal ran. Wegen der Kleidung. Wir haben ein bisschen was aussortiert. Nur ein bisschen was. Nicht viel. Verstauchungsrisiko ist geheilt. Wird jetzt sowieso gleich noch intensivst geheilt, Junge. Weil die kommt wieder raus. Ja, ist schon die zweite Knarre der Gegner. Wir haben noch keinen Revolver gefunden. So. Warte mal, wir nehmen mal den Topf mit. Ja, ja, wir wissen's. Wir haben schönstes Wetter, auch wenn man es kaum sieht. Ja, lustig, als wir reingegangen sind, war hier noch nicht sonnig. Jetzt können wir die Lupe verwenden. Ja, komm, nimm das Buch, das ist eh fertig. Well, that didn't work. Junge. Ist halt ein Oberheld. Na endlich, Junge, endlich hast du das auch geschafft. Das ist ja der Hammer. So, direkt 2 Liter Wasser und direkt 2 Liter Wasser und direkt in Holz rein. So, das wird jetzt eine ganze Weile dauern, von daher da haben wir ja Zeit. Sehr schön. 22 Minuten, 2 Stunden 44. Ja, 3,5 Stunden hat das noch auf der Uhr. Naja, da hinten sind die Wölfe zu Gange. Okay. I need something to drink. Ja, ja. Sofort, Junge. So, Feuer geht noch eine anderthalbe Stunde. So, da kommen wir ja mal schon mal. Ja, wir werden noch ein bisschen Wasser kochen. Die Schmerzen sind geheilt, das heißt, das ganze Geblöre ist mal weg. Das ist ja schon mal praktisch. So. Ja, ich mache das, um hier Platz zu schaffen, damit wir dann halt diesen Schneeschelter besser platzieren können. Halt, habe ich Wasser? Ja. Feuer reicht aber nicht lang genug. Halt. Dann kommt noch eines drauf. 50, 50, alles klar. So, jetzt mal sauber hier. Ah ja. Aber wir haben es ja noch. Von daher ist ja auch egal. Echt 17 Minuten. 47, was kriegst du denn da hin in 47 Minuten? Das da, oder?
Too much stuff to carry. Ja, ja, das kann schon sein, aber das interessiert hier niemanden, Junge. Schnee, okay. Ach komm, wir lassen einen Topf da. Gut, haben wir noch Altholz? Jede Menge. Oh, die sind aber sehr, sehr nah. sollen wir es jetzt machen? Ja, komm. Oh je. Ist wieder finster. Ah, hier gibt es ja noch mehr Holz. Ist ja gar kein Problem. Und Altmetall etc. pp. Echt, das funktioniert so. Ist ja lustig. Genau, jetzt haben wir noch einen, eine Dose und dann war es das schon wieder. Sehr schön, da waren wir schon dran, oder? Ja. Gut. So, Licht aus. Knarre raus. Was? Nein. Hilfe. Das muss ich mal dem Raphael van Lierop schicken. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich ein valides Geräusch ist. Sozusagen. Eieiei. So, komm, Lampe wieder raus. So. Passt ja plus minus, sag ich mal. Gut. Haben wir irgendwas noch zu tun? Eigentlich ja nicht. Die könnte wahrscheinlich sogar fast wieder repariert werden. Ich glaube 40% ist es da. Ja, so. Genügend Wasser haben wir. Die Axt hat halt ein bisschen gelitten, aber das ist okay. Okay, dann schlaf mal. Echt? Naja, das wird's eh nicht. Der Knöchel ist geheilt. Ach Gott, ist noch finster, echt? Dann warte mal. Warte mal, was brauchst du pro Stunde warten? 90. 2 Stunden. Da ist schon viel, viel heller geworden. Wir müssen bald essen. Kann man eigentlich das olle Wasser auch zum Kreismenü hinzufügen? Nö. Okay. Dann warten Sie noch mal ganz kurz. Ja, das muss reichen. Viel heller wird es eh nicht. Okay. So, dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen Wasser reinschmeißen. Okay. Und das auch. Ah ja, sehr schön. Das Verstauchungsrisiko. Ist geheilt. So, sonst noch irgendwas, was wichtig ist? Also wir haben die Lupe verwendet. Ich wollte gerade sagen, welches Streichholz, aber ist ja nicht. Die Dose raus, genau. Und ansonsten sieht es eigentlich ganz okay aus. Wir könnten aber noch mal 1-2 Dinge zu essen mitnehmen. Oder das da. Genau. Schade. Das ist aber kein gutes Wetter. Ja, nur, ich weiß halt nicht, ob das ein dichter Nebel wird oder nicht. Ne, es schneit, okay. Gut, alles klar, dann wird es wahrscheinlich ein Blizzard. Hm. Also die Geräusche hier, die sind echt herzallerliebst. Achso, da kommen wir natürlich nicht durch. Ja, dann müssen wir über die Straße. Aber wir können wieder rennen, Junge. Wie viel Munition haben wir eigentlich? 10, okay. Wird man da sicher gehen? Wird das dann ein Blizzard jetzt oder was ist das? Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen froh, dass sie das Update dann an einem Montag rausgebracht hatten. Ich habe mich ja erst geärgert, dass es am Montag ist.
Aber da sie ja dann immer was zu patchen haben, ist das gar nicht so unclever. Und ich meine, letzten Endes ist es ja auch egal, ob sie es an einem Montag oder am Donnerstag rausbringen. Wenn ich es nicht aufnehmen kann, dann ist es auch gehupft wie gesprungen. Dann nimmt sich das nichts. Machen wir den Schlafsack? Ja, den Schlafsack haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch Stöcke. So, da ist noch einer. Der sieht irgendwie merkwürdig aus. Ist irgendwie so ein Schnäbel. Halb Nebel, halb Schnee. Und etwas kalt. Aber nicht so viel. Wir sind ja schon ziemlich gut ausgerüstet mit unserer Kleidung. Ja, vor allem, wir haben die Rehfellhose wieder rausgeschmissen. Wir haben auch andere Schuhe dabei, die sind viel leichter. Wir haben einen Expeditionsparker gefunden, der ist leichter als der Militärparker und besser. Also wir sind da echt eine ganze Ecke, haben wir uns aufgerüstet. Wir stehen jetzt bei Gefühl 24 und 10 Grad Bonus. Und ich glaube, uns fehlen halt noch so Wollohrenwärme oder so, da kannst du da noch ein paar Grad rausholen. So, ja, da kommen wir noch ein paar Stöcke wieder zusammen. Das ist ja gar nicht so schlecht. So, gib Gas, Junge. Oh, da oben sind Schösslinge, die nehmen wir mal gerade mit. Haben wir die eigentlich eingezeichnet oder haben wir die nicht eingezeichnet? Ich weiß es gar nicht mehr. In der Küstenstraße. Ich glaube, die Schösslinge haben wir eingezeichnet. Und die Leichen nicht, glaube ich. So irgend sowas war das. Ich glaube, das macht auch Sinn, die Schösslinge einzuzeichnen. Immer unter der Voraussetzung, dass es auch wirklich einzeichnet. Natürlich. Das sieht aus wie ein Blizzard. Weil es einer ist. Ach, das, vor allem du kommst aus dem Haus raus, es ist Nebel und ein paar Stunden später ist ein Blizzard da. Das ist ja total logisch. Junge. Kann man nur den Kopf schütteln. Naja, ist zu steil, leck mich. Ich will ein bisschen Gas geben. Lange Kurve. Ja, können wir jetzt leider nicht kartieren. Ist nicht viel wärmer hier. Minus 5 Grad, aber es geht eigentlich noch. Mal gucken, wie wir hier mit Windschatten und so zurechtkommen. Can't feel my feet. Naja. Dit glaube ich dir. Ist halt recht frisch. Na, Gott sei Dank. Sehr schön. Tja. Kein Revolver. So, wie ist denn das hier? Das ist ja doch voll der Windschatten. So, jetzt muss man natürlich die richtige Fackel verwenden.
Gut. Ja. Sehr schön. Machen wir es am geschicktesten hin. Machen wir es direkt hier hin. Ist fast egal, bestimmt. Ja, dann mach halt Feuerchen. Was haben wir denn einem sonst noch? Naja. Gut. Thank goodness for that. So. Minus 9 Grad, okay. Wir brauchen ja nicht so viel Stöcke. Genau. Es müsste ja schon reichen. Ja, wir haben nur nichts zu tun. Die Fackel leidet auch ziemlich stark, weil er halt noch sehr, sehr lange braucht zum Anzünden. Naja. Die Temperatur reicht, sehr schön. Da haben wir nämlich das Unterkühlungsrisiko schon. So, was sagt denn jetzt der Feuerskill? Ja, es sind noch ein paar Feuerchen. So, ich hoffe ja, dass die Kleidung jetzt nicht leidet. 80%. 68%. So, ich gucke mal gerade nach der roten Unterhose. Wo haben wir sie denn, die Unterhosen? Socken? Unterwäsche. Thermounterwäsche. Nee, das ist die Wollunterwäsche. 50% Reparaturumfang. Krass. Ja, dann kann die noch ein bisschen sinken. Dann repariere ich die jetzt nicht. Eine Stunde pennen. Wir sind auch ziemlich matschig. Wahrscheinlich ist das gar nicht so eine schlechte Idee. Wind hat sich nicht geändert. Gute Nacht. Ah, der Wind ist sehr stabil. Das ist sehr erfreulich. Echt, das zählt als Outdoor-Feuer. Das ist erfreulich. Ja, zählt es. Also eine halbe Stunde, wenn wir schlafen, es geht hier eine halbe Stunde rum. Warum nicht so viel Stöcke? Ja, ja, Sekunde. Der Wind hat gedreht. Nee, das Feuer ist fast aus. Ja, was sagt man dazu? Wahrscheinlich dreht der Wind jetzt komplett. Aber da müssen wir halt dann woanders hin. Ah ja. So funktioniert das hier. Alles gut. Ja, uns gehen leider die Stöcke so langsam aus. Und ich würde eigentlich gerne mal weitergehen, anstatt den ganzen Tag auf diesen scheiß Blizzard zu warten. Kann doch nicht wahr sein. Hau ab. Es ist aber immer noch Windschatten, ernsthaft. Ja. Es ist warm genug. Achso, weil das Feuer sinkt, okay. Verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Hütze? Naja. Jaja, bitte. Sie stehen auf einer Schrägen. Nö, der Blizzard geht nicht vorbei. All I can think about is food. Der wilde Blizzard hat aufgehört. Jetzt können wir hier auch nicht kartieren, hm? Na doch, können wir. Oh, das ist echt gut gezeichnet. Was immer du auch hier gezeichnet hast, einfach nichts. Na wunderschön. Die Temperatur geht übrigens rauf. Haben wir den Schlafsack jetzt dabei? Ja. Ja, ich wollte eigentlich jetzt noch zum Three Strikes weiter, deswegen habe ich halt so lange gewartet. Aber ist nicht. Grad gefühlt. 11 Grad gefühlt. Ich würde dann weiter essen, Junge. Reicht erstmal. Okay, was sagt denn die Nacht? Die Nacht sagt noch Holla die Waldfee. Tja. Okay. Guten Nacht, der Herr. Was ausruhen? Ja, genau. Erstmal nur eine Stunde. Prozente sind ja alle da, das ist ja gar kein Problem. Da kann man das machen. Oh, das
Will, das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Das kann doch nicht sein. Was ist denn das? Na, da können wir uns aber mit der Episode 3 aber eine gehörige Pfeife anstecken. Weil das Problem ist, dass genau diese Situation mit diesem dauernden Blizzard permanent, immerzu und immerzu, hatten wir auch im Interloper. Und ich dachte eigentlich, das läge am Interloper. Das ist halt so schwer, ist so, aber nö, hier ist ja genau dasselbe. Immerzu Blizzard. Ach, Leute. Finde ich nicht so geil, muss ich echt sagen. Es kotzt mich gerade richtig an. Jetzt renn da rüber, du Penner. Ja, natürlich. Die Wölfe sind natürlich noch da, das ist klar. Denkst du erst, du könntest den Blizzard aussetzen? Nö, der kommt dann einfach wieder. Nö. Ach, du bist draußen. Ja, dann haben wir natürlich einen Blizzard hier. Das ist ja wohl irgendwo klar. Das hättest du dir doch denken können. Ah, ist irgendwas. Nee, das ist falsch. Geht auch schneller, Junge. So. Ja, der Blizzard ist übrigens noch da. Wie man hört. Gute Nacht. Gut, vielleicht kommen wir jetzt zu Three Strikes. Weiß mal, was zu futtern. Ja, das habe ich doch gerade gesagt, du Penner. Gut, dann holen wir uns noch einen Liter raus. Und zwar einen frischen Liter. Ich sage jetzt nichts über das Wetter. Ich sage jetzt lieber nichts über das Wetter. Das Altholz schwebt übrigens teilweise. So, wie ist die Situation mit den vier Wölfen hier? Sechs Wölfe, natürlich, ja, sechs Wölfe. Wer denkt hier, fünf Wölfe oder vier Wölfe, das wäre schon das Maximum? Okay, ich versuche jetzt noch zum Three Strikes zu kommen. Tja. Alter Schwede, zwei Blizzard in einer Nacht. Und ich wette, er hat nur einen gezählt. Würde mich nicht wundern. Was sagt eigentlich die Statistik bezüglich der Blizzarde? Tag 36.
15, naja, natürlich, klar. Würde ich auch auf Anhieb glauben. Sehr glaubhaft, die Statistik. Ja, das Problem ist, wir brauchen jetzt leider wieder 1000 Dinger an Holz. Ja. Komm mal hin. Dann werde ich halt ein bisschen runterknüppeln. Dann pennen wir vielleicht mal zwischendurch, das ist ja kein Problem. Wir brauchen aber echt mehr Holz. Wenn ich das meine, der Klicke, Junge, dann meine ich das auch so. Es sind hier ein paar Hirsche unterwegs. Ne, wir sind nicht immer nur Wölfe. Ach, apropos. Schon wieder See da vorne. Zwei Stück sind ja schon wieder unterwegs. Wir werden wieder ausholen müssen. Ja, eigentlich könnte man schon wieder zurück in die Küstenstraße sagen, hey. Im Expeditionsparker, gute Schuhe, fertig. Den Rest schaffen wir auch dort. Der 500 Tage. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Eins. War das andere gar kein Wolf, oder was? Wahrscheinlich war es einer. Ich würde jetzt lieber davon ausgehen, dass es einer war. Als dass es keiner war. Ja, irgendwie schon. So. Ja, ein paar Stöckchen, aber viel ist es nicht. Ich meine, wir können froh sein, dass wir eher zu Beginn des Lebens hier in dieser Region sind. Weil richtig übel ist die ja, wenn die... Oje, oje. richtig übel ist ja, wenn du da, wir sagen mal, ein paar 100 Tage auf dem Buckel hast. Oh schön, da vorne sind Wölfe. Gut, das könnte unsere Futtersituation etwas entschärfen, sag ich mal. Etwas. Gut, wie sieht's aus? Hier ist alles sauber. Okay, alles klar. Rauf mit dir. Die Pilze lasse ich jetzt mit Pilze sein. Ist mir gerade egal. Ich suche eigentlich die Leichen. Und den Rucksack. Und die Feder. Hier ist ein Hasen. Nein. Toll. Ist natürlich schon gelohnt. Oh yeah, ich renne. So, wie war denn das hier? Naja, wie war denn das hier? Mhm. Ja, das ist ja wunderschön. Ich komme hier jetzt nicht durch, oder was? Ja, vielleicht nochmal außenrum geht und die Wölfe günstige Pfade einschlagen. Wie die Knarre hält, das ist einfach zu geil. Ja, ja, ich weiß. Mal das Problem. Komm, steck mal die Knarre weg. Mit den Wölfen. Das war echt so easy im Interloper. Das ist echt krass. Ja, die Scheißlinge sind auch hier. Das war so easy im Interloper hier. Du bist einfach hingegangen. Na, weil es halt die Tiere fehlt. Tja. Das hat man halt nicht überall. Hatte ich jetzt eigentlich da hinten die gezeichnet? Ja, doch, hatte ich. Okay. Naja. Das ist schon ein Stückchen weg. Ach so.
Ach so. Ja, wir schleppen die Schösslinge noch von der langen Kurve mit uns rum. So, dann gucken wir mal, was wir hier Spannendes haben. Ihn da. Eine Schlinge und ein Kanister. Das ist ja der Hammer. Okay, noch mehr Patronen. Aha, für eine Knarre, die wir nicht haben. Ernsthaft. Ach du Schande. Ja, ich denke, wir werden den Revolver nie finden. Nie. Gut, dann würde ich sagen, da ich die Folge jetzt nicht unendlich machen will und ich jetzt auch noch Generation Zero aufnehme, wir schlafen eine Stunde und in der nächsten Folge werden wir hier die Gegend noch unsicher machen. Das heißt, wir werden noch ein bisschen Holz ranschaffen, wir werden natürlich übernachten, den Hirsch auseinandernehmen. Futter haben wir ja auch ein bisschen hier stehen, aber wir werden nicht ewig lange hier bleiben. Ja, weil ich würde eher sagen, dass man eher wieder zurück, tendenziell zurückkehrt und dann als nächstes, ich muss mir nochmal auf der Karte schlau machen, wo noch ein paar Punkte sind, aber letztendlich Fahnenflüchtlingshaus und Skeeters Abhang und dann wäre der Birkenwald wäre nochmal interessant. Da würde ich auch genau, also erst den Birkenwald und dann wahrscheinlich die Fahnenflüchtlings-Skeeters Abhang-Geschichte. Sehr schön, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao.